schärfste Nummer von Mitsubishi ist der Charisma Evo 7. Die jüngste Serie des Japan-Boliden kommt nicht mehr ganz so martialisch und zerklüftet daher wie seine Ahnen. Die filigranen 18 Zöller und die Heckleuchten, die so hübsch funkeln, lassen fast den Eindruck von Eleganz aufkommen. Das Spoiler-Ungetüm macht dagegen unmissverständlich klar, Rallye-Weltmeister Tommy Mäkinen was here. Etwas freudlos dafür mit dem Besten, was die Sitzgießerei Recaro zu bieten hat, präsentiert sich die Innenwelt des Japaners. Zwar sitzt alles da, wo man es erwartet, aber ein paar Nettigkeiten, an denen sich das Auge festsaugen kann, wären zumindest kein Fehler. So, Schluss jetzt mit solch weicheimäßigen ästhetischen Betrachtungen. Ein Evo 7 wurde schließlich nicht zum Anschauen, sondern zum Draufmachen geschaffen. Des Evos Kern ist ein so heftig aufgeblasener 2-Liter Vierzylinder mit 280 PS, dass es dieses Stützbalkens bedarf, damit aus dem Vorderwagen kein Wackelpudding wird. Hier erhebt ein typischer Vierzylinder seine zwar zornige, aber turbogedämpfte Stimme. ...383 Newtonmeter maximales Drehmoment bereiten sich gerade auf den Sturm von 0 auf 100 vor. Und was für ein Sturm! Dank Allrad wird Schlupf nicht geduldet, sodass die immerhin 1,4 Tonnen Mitsubishi in Porsche Schrecklass nach fantastischen 4,7 Sekunden die 100 km/h-Marke erreichen. Gut, wenn auch nicht ganz so überragend, ist die Verzögerung des Japan-Orkans. Nach 39,3 Metern war er wieder von Tempo 100 auf 0. Super ist das Feinregeln der Renn-ABS. Der Mitsubishi Evo 7 ist dank seines aktiven Vierradantriebs ein echter Pylonenfresser. Untersteuern kennt er nicht. Lenkt man ein, bremst das kurveninnere Hinterrad ab. Entsprechend beschleunigt beim Rausfahren aus der Kurve das kurvenäußere Hinterrad. Es erfordert allerdings etwas Gewöhnung, beim Einlenken so viel Gas zu geben und die Befürchtung, der Wagen könnte über die Vorderräder wegschieben, einfach zu ignorieren. Der von uns so gerne bemühte Elch hat bei diesem Kurvenkrieger beste Überlebenschancen. Schnelle Ausweichmanöver pariert der Evo 7 unbeeindruckt, egal ob leer oder beladen. Besonders angetan hat es uns die im Vergleich zum Evo 6 stark verbesserte Lenkung. So viel Direktheit findet man sonst nur bei Rennautos. Mit diesem Mitsubishi über die nasse Kreisbahn zu räubern, endet garantiert nicht in einer Schlitterpartie. Erstens ist er sehr, sehr schnell. Erreicht wurde der bisherige Bestwert von 53,8 km/h. Zweitens gibt es auch dann keine bösen Überraschungen, wenn des Fahrers Gasfuß zu Übertreibungen neigt. Wenn man die Handbremse zieht, wird die Hinterachse entkoppelt. Beim Loslassen meldet sich die Kraft sofort zurück. Die Folge? Nach kurzem Gasstoß wechselt er vom leichten Über- ins Untersteuern. Die ersten Bilder deuten es schon an. Der Evo 7 wurde auf dem Handling-Kurs geboren. Druckmacher Nummer 1 ist natürlich der Motor. Unter 3000 Umdrehungen eher ein Flachmann, gerät der 2 Liter Vierzylinder bei höherer Drehzahl zum Tier. Kein Zweifel, diese 280 PS, in der japanischen Heimat das selbst auferlegte Maximum, sind Sumo-Ringer stark. Das Fünfganggetriebe gefällt durch gelungene Anschlüsse und kurze Schaltwege. Allerdings will schnelles Schalten geübt sein, denn besonders beim Einlegen des zweiten Gangs hakelt es oft. Dank Allrad und Yokohamas fast ohne Profil ist Driften einfach nicht drin. Dass jedes Quäntchen Leistung bruchlos in Vortrieb umgesetzt wird, ist im Verein mit dem Rennfahrwerk verantwortlich für die mit 18,92 Sekunden zum zweiten Mal beste Rundenzeit aller Tracktests. Leider will Mitsubishi den Evo 7 nur 250 Mal in Deutschland loswerden. 43.000 Euro finden wir für so viel erlebbaren Sturm und Drang okay.